Servus ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Nachrichtenvideo. Ja, ihr habt es wahrscheinlich alle schon gehört, der Putin hat in der Ostukraine Truppen mehr oder weniger einmarschieren lassen, aber nicht um die Ukraine anzugreifen, nein, sondern er hat im Vorfeld diese unabhängigen Volksrepubliken, die Volksrepubliken Donetsk und Lugansk, hat er anerkannt als souveräne Länder, als souveräne Staaten und hat dann daraufhin seinen Schutz angeboten und ein paar Soldaten dann in diese Länder geschickt. Das hat dem Westen überhaupt nicht gefallen und man macht Russland und vor allen Dingen Putin massive Vorwürfe, den Krieg vorantreiben zu wollen und im Prinzip alles in Frage zu stellen, was man politisch versucht hatte, da noch zu retten, was zu retten ist. Wobei ich glaube, dass im Vorfeld so viel gezündelt wurde, dass Putins Aktion jetzt nur das Fass zum Überlaufen gebracht hat, was aber durch den stetigen Tropfen schon überhaupt erst vollgelaufen ist, von den Kriegstrommeln, die der Westen halt eben getrommelt hat. Und das hat auch sofort Konsequenzen. So hat der gute Scholz sofort gesagt, Nord Stream 2 wird nicht zertifiziert werden können unter diesen Voraussetzungen. Es wird nicht an den Start gehen können und die Russen sollen sich ihr Gas sonst wohin stecken, aber nicht nach Deutschland. Das ist natürlich sehr gewagt, weil ich glaube, es ist nicht der Russe, der darunter leidet, sondern eher das deutsche Volk, das halt möglicherweise im Kalten sitzen muss. Aber seid nicht beunruhigt, die deutsche Regierung hat schon die Erklärung rausgegeben, wenn das Wetter jetzt bis zum Frühling schön bleibt, dann brauchen wir das Gas aus Russland auch nicht, dann kommen wir auch ohnehin. Wenn es denn schönes Wetter gibt und warm bleibt. Sollte es aber nochmal einen Kälteeinbruch geben, sieht die Sache da leicht anders aus. Aber das macht ja nichts, weil man hat sich ja schon darum bemüht, auch von anderen Ländern Gas zu bekommen. So ist ja der Amerikaner durchaus bereit, uns sein teures Gas zur Verfügung zu stellen, für einen gewissen Aufpreis natürlich. Also ist das alles überhaupt nicht schlimm. Und am Montagabend, als das dann bekannt wurde, was Putin da Böses getrieben hat, dass er im Prinzip den Volkswillen von anderen Ländern anerkennt und die Unabhängigkeit, die diese Länder haben wollten, diese Volksgruppen haben wollten, anerkennt. Wie kann man nur so menschenverachtend sein und den Volkswillen berücksichtigen? Putin, schäm dich, das geht nicht. Und Putins Verhalten und diese Anerkennung von Volkeswillen hat dann plötzlich dazu geführt, dass die Börsen crashen. Wer hätte das gedacht? Wenn man etwas Unruhe reinbringt, schon geht's da mit dem Bach runter. Es muss nicht heißen, dass die Börsen sich nicht wiederholen, aber ein gutes Zeichen ist es auch nicht unbedingt. Wer weiß, wie das noch wird, wie jetzt der Westen auf die Putin-Provokationen reagiert. Bleibt abzuwarten, ob da weiter gezündelt wird. Ich befürchte es ja schon. Und die nächsten Tage und Wochen, die werden spannend bleiben. Wenn ihr irgendwelche Ideen habt, wie es weitergehen kann, in der Ukraine mit Putin und Russland, dann schreibt mir das doch unten in die Kommentare. Gebt mir einen Daumen nach oben und ein Abo. In diesem Sinne, macht's gut und ciao mit Ö.